Haha, I got it. No, I'll probably get a different one. I just want to test it. Fabulous! Fabulous! I think you know what it is. In der freien Natur zu zelten. Ja, sieh nur die wunderschönen Sternbilder. Die was? Die Bilder, die die Sterne bilden. Da ist die große Büroklammer. Oh, wupp. Und sieh mal, der große Pfannenwender. Wollen wir noch Frisbee spielen, bis das Essen fertig ist, Bert? Ja. Hier, fang. Jetzt du, Ernie. Kein Problem. Hey, fang du mal, Quietscheentchen. Oh. Ups, ich hole es. Wow, das ist aber ein gewaltig großes Frisbee. Nun ja, es ist eigentlich ganz normal groß, Bert. Die Extragröße war ein kleines bisschen teurer. Nein, das meine ich nicht. Ich meine das da. Du siehst Gespenster, Bert. Du hast bestimmt Hunger. Ich hol dir was zu essen. Wie wär's mit einem Gemüseburger? Ach du grüne Neune. Ich glaube, der kommt nicht aus unserer Nachbarschaft. Oder von unserem Planeten. Ciao. Freut mich, dich kennenzulernen. Hast du vielleicht Hunger? Das ist Senf. Magst du Senf? Senf. Euer Anführer. Anführer? Nein, Senf streicht man auf den Gemüseburger. Gemüseburger.
Jep, Anführer! Nein, das ist nicht unser Anführer. Das ist unser Essen. Jep, Anführer! Jep, euer Anführer! Oh nein, das ist Quietschehähnchen. Jep, quack, quack! Jep, Entchen ist Anführer! Jep, Entchen ist Anführer! Jep, quack, quack! Entchen ist Anführer! Entchen! Jip, Anführer, quack! Jip, quack! Jip, quack! Wartet mal, wohin bringt ihr mein Quietschehähnchen? Komm, Bert! Wir müssen das Quietschehähnchen hier rausholen, Bert! Ich weiß nur wie! Jip, essen! Jip! Wow, hast du das gesehen? Natürlich hab ich! Jip, heilen! Jetzt steht's da zweimal. Danke. Köstlich. Trinken. Ernie, wenn die sowas hinkriegen, dann müssten sie doch genauso... andere Dinge verdoppeln können. Lass uns mal unseren Weltraumrips anstrengen. Wenn sie eine Kopie von Quietschehähnchen hätten, könnte ich das echte wieder mitnehmen. Entschuldigung. Jip, verdoppeln. Entchen. Jip. Verdoppeln. Du, mein einziges geliebtes Quietschehähnchen. Also dann, Wiedersehen. Macht's gut. Wir starten. Wir machen was? Lasst uns raus. Macht auf. Türknopf drehen. Oh. Bis dann. Wiedersehen. Das wird uns niemals jemand glauben. Aber du glaubst uns. Stimmt's, Anführer Quietschehähnchen, hä? Hey, sieh mal, Ernie, da oben am Himmel. Wow, siehst du, Quietschehähnchen? Du warst schon immer mein Augenstern. Aber jetzt hast du sogar ein eigenes Sternbild. Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, Ernie. Jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, oh nein, dann hab ich immer eine Traumidee. Ruhe im Karton. Ich sag, Bert, schnall dich an, komm, wir fliegen fort. Ja. Völlig schwerelos, lass uns durch die Wolken gleiten, um Abenteuer zu bestreiten. Hey, war das nicht eben Schimmel? Unsere Fantasie ist grenzenlos. Ja. Wir erleben was, steig in unser Traumschiff ein. Lass uns Abenteurer sein. Ernie und Bert im Land der Träume. Und nun, meine Damen und Herren, der unglaubliche Ernesto Presto. Oh, vielen Dank. Und nun, der ebenso unglaubliche Bertini. Was machen wir hier, Ernie? Wir sind Zauberer, Bert. Ich meine Bertini. Ich wollte schon immer einmal zaubern. Dein Kostüm sieht aber weitaus zauberhafter aus als meins. Oh, nur keine Angst, mein lieber Freund. Passen Sie gut auf, meine Damen und Herren. Presto! Wie hast du das gemacht? Bei der nächsten Nummer ziehe ich, der unglaubliche Ernesto, gemeinsam mit meinem ebenso unglaublichen Partner Bertini einen zauberhaften Hasen aus diesem Hut. Presto! Vielleicht hat er dich nicht gehört. Ich sagte Presto! Tada! Hey, gib mir den Zauberstab zurück! Warte, wo willst du hin, du rosa Hase? Wir brauchen den Stab für unseren Auftritt. Wo sind wir? Das muss ein magischer Ort sein.
Schau dir all die tollen Zaubersachen an. Hey, das ist eine meiner Socken, die seit einer Woche aus meiner Wäsche verschwunden ist. Aha. Denkst du etwa das, was ich gerade denke, Ernie? Ja, genau, Kumpel Bertini. Das muss der Ort sein, wohin alle verschwundenen Sachen verschwinden. Da ist er, wir müssen ihn kriegen. Wir brauchen den Zauberstab, um hier wieder zu verschwinden. Komm! Da ist er! Presto! Autsch! Autsch! Mach sofort auf! Gib uns den Zauberstab! Also gut, dann hereinspazieren! Presto! Schnell, über die Brücke! Wir kriegen ihn! Da ist er! Presto! Jetzt reicht's mir mit diesem Hasen! Mir auch! Befrei uns aus diesem Fischkostüm, Hase! Presto! Aha! Wir haben dich! Nein, habt ihr nicht! Presto! Ohne unseren Zauberstab kommen wir hier nie wieder raus. Wir brauchen schleunigst eine Idee. Tja, mal sehen. Wir haben ihn gejagt und haben versucht, ihn zu fangen. Hey, weißt du, was wir noch nicht versucht haben? Mit ihm zu sprechen. Hör mal, lieber Hase. Komm, sprich mit uns. Ich hab schon gedacht, ihr fragt nie. Stellt euch mal vor, alles, was ich in dieser Zaubershow zu tun habe, ist erscheinen und verschwinden. Erscheinen, verschwinden, zum Verrücktwerden. Es ist so frustrierend, nichts weiter als ein verschwindendes Ding zu sein. Aber lieber Hase, ohne dich könnten wir gar keine Zaubershow machen. Und wenn ich euch wieder in Fische verwandle, könnt ihr das bestimmt auch nicht mehr. Okay, okay. Also, was können wir denn jetzt machen? Was haltet ihr von einer kleinen Abmachung? Ich bringe uns zurück und ihr? Ich... Verstehe. Gut, abgemacht. Dankeschön. Und nun zu unserem Höhepunkt. Presto, Ernesto. Prestini, Bertini. Unglaublicher Hasini, ich glaube, du hast was vergessen. Was? Oh, Presto! Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, Ernie. Jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, oh dann hab ich immer eine Traumidee. Ruhe im Karton. Ich sag, Bert, schnall dich an, komm, wir fliegen fort. Oh, ja. Völlig schwerelos, lass uns durch die Wolken gleiten, um Abenteuer zu bestreiten. Hey, war das nicht eben Schimmel? Unsere Fantasie ist grenzenlos. Ja, wir erleben was, steig in unser Traumschiff ein. Lass uns Abenteurer sein. Ernie und Bert im Land der Träume. Die Vogel-Olympiade. Ist das nicht aufregend, Bennys? Ernie, was machst du in einem Entenkostüm? Du bist doch kein Vogel. Oh, das weiß ich, Bert. Aber ich bin Quietsche-Entchens Trainer. Was ist mit Bernice? Ach, ich glaube, sie ist ein bisschen nervös wegen des Wettbewerbs. Sie macht das erste Mal mit. Ja, dann solltest du dich vielleicht auch wie eine Taube verkleiden. Feuer sie an, so wie ich, Quietschähnchen. Kling, klang, klang, knall, bum, bing. Nee, verstehst du? Los geht's, wir beginnen mit dem Quark-Wettbewerb. Wir gehen schon mal. Viel Glück, Bernice. Dich als Taube zu verkleiden ist doch vollkommen absurd. Stimmt's? Ich weiß, ich sehe einfach lächerlich aus, aber ich tue alles für Bernice. Ach, Blödsinn, darin bist du klasse. Also gut, Vögel, bereit? Dann Quark los, gebt euer Bestes. Seht euch nur diesen Truthahn an, was meint ihr? Reicht sein Gekluckse für Gold? Das war ein interessanter Versuch. Komm jetzt, Bernice. Grrr.
Psst, Bernice. Quietsche-Entchen meint, du könntest ruhig etwas mehr Pep reinlegen. Etwa so. Nun hört euch mal dieses Quaken von Quietsche-Entchen an. Also zu diesem Quaken kann man sogar tanzen. Also, der Gewinner ist unser Quietsche-Entchen. Hab ich doch gesagt, Quietsche-Entchen. Du hast gewonnen. Oh, bitte sei nicht enttäuscht, Bernice. Nächstes Mal wirst du groß rauskommen. Unser nächster Wettbewerb ist um die Wette picken. Der Vogel, der als erster seine Schale mit Vogelfutter hergepickt hat, ist der um die Wette pick Gewinner. Das ist deine Chance, Bernice. Du bist von Natur aus ein toller Futterpicker. Vögel, bereit? Dann pick bloß, hau kräftig rein. Quietsche-Entchen scheint nicht besonders hungrig zu sein. Aber was ist mit der Taube? Wow, seht euch das an. Truthahn los. Und der Gewinner ist der Truthahn. Naja, vielleicht ist Picken doch nicht deine Stärke. Und nun kommen wir zu unserem letzten Wettbewerb. Fort, schöne Flugkunst. Hey, du bist eine Flugkünstlerin. Na komm. Was gibt's, Quietsche-Entchen? Du möchtest lieber aussetzen? Okay, viel Glück, Bernice. Vögel, seid ihr bereit? Also dann zeigt, was ihr drauf habt. Und der Truthahn legt vor. Er fliegt immer noch. Und er fliegt überhaupt nicht mehr. Moment, was ist das? Es ist eine Truthelle und sie hat ein Ei gelegt. Komm jetzt, Bernice, so geht's. Flügel schlagen. Oh. Wow, eben hat die kleine Taube die große Taube gerettet. Und das nenne ich hervorragende Flugkunst. Los, weiter, Bernice. Zeig, was du kannst. Weiter, Bernice, weiter. Die Menge ist aus dem Häuschen. Die Taube fliegt rückwärts. Jetzt führt sie einen Looping vor. Was ist das? Der Taubentanz? Da oben in der Luft? Da gibt's keinen Zweifel. Der Gewinner ist die kleine Taube Bernice. Yeah. Sie brauchte nur ein wenig Selbstvertrauen. Gut gemacht, Vogel-Olympioniken. Ihr seid heute alle Gewinner. Du warst ein toller Trainer, Bert. Und nicht zu vergessen, eine tolle Taube. Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, Ernie. Jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, oh, dann hab ich immer eine Traumidee. Oh, ich sag Bert, schnall dich an, komm, wir fliegen fort. Ja. Völlig schwerelos, lass uns durch die Wolken gleiten. Um Abenteuer zu bestreiten. Hey, war das nicht eben Schimmel? Unsere Fantasie ist grenzenlos. Ja, wir erleben was. Steig in unser Traumschiff ein. Komm, lass uns Abenteurer sein. Ernie und Bert im Land der Träume. Wir sind im wunderschönen Schottland, am wunderschönen See Loch Ness. Wir tragen wunderschöne Röcke. Warum um alles in der Welt tragen wir Röcke, Ernie? Die nennt man Kilzberg, mein Freund. Die tragen viele Jungen hier. Und einige Mädchen ebenfalls. Wollt ihr euch vielleicht ein kleines Ruderboot ausleihen? Ja, aber gern. Und wir möchten noch ein paar Postkarten. Mann, die hier sieht interessant aus. Das sieht aus wie ein Zeichentrickmonster. Oh, das ist unser berühmtes Ungeheuer von Loch Ness. Es wird erzählt, es lebt in diesem See. Wir nennen es Nessie. Es sieht irgendwie niedlich aus. Naja, ich weiß nicht, Ernie. Habt nur keine Angst. Ich glaube nicht, dass ihr es sehen werdet. Denn Nessie ist nur eine Sage. Eine was? Eine Legende, eine erfundene Geschichte. Aber wenn jemand irgendwann mal ein Foto von Nessie machen würde, würde er berühmt werden. Berühmt?
Wir nehmen zwei Einwegkameras, bitte. Ernie, es ist nur eine Sage. Wollt ihr vielleicht auch meinen Dudelsack haben? Wenn ihr darauf spielt, fühlt ihr euch wie echte Schotten. Wow, vielen Dank. Ja. Yeah. Na, dann rudert mal los. Viel Spaß. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung weiterrudern würdest, Ernie? Ich bin fertig. Wow, sieh nur diese wunderschönen Berge. Es ist seltsam, Bernd. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo dieses Loch Ness-Ungeheuer ist. Ich hab das so im Gefühl. Zum letzten Mal, Ernie. Es ist nur eine Sage. In Wirklichkeit gibt's Nessie nicht. Hey, mach mal ein Foto von mir im Kilt. Schlecht spiele ich nun auch wieder nicht, oder? Ernie, da ist Nessie. Oh. Da ist es. Ruder näher ran, Bert. Wir müssen es fotografieren. Also gut. Also dafür, dass es nicht existiert, ist es ganz schön groß. Schneller, Bert. Hey, ich hab ne Idee. Du ruderst und ruderst und ich puste und puste. Wow, ich glaube, das macht ihm richtig Spaß, Bert. Das nennst du Spaß? Aha, jetzt haben wir dich, Nessie. Ja, habt ihr. Ich wusste, ich hätte heute lieber unter Wasser bleiben sollen. Oh, keine Sorge, Nessie. Wir wollen nur ein schönes Foto. Und ich möchte am liebsten nur allein gelassen werden. Es gefällt mir, nur eine Sage zu sein. Ich bin sehr schüchtern. Aber warum bist du dann aufgetaucht? Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich liebe den Klang eines Dudelsacks nämlich über alles. Ich kann gut verstehen, was du fühlst. Weißt du, Ernie, wenn Nessie nicht möchte, dass wir ein Foto von dir machen, sollten wir es lassen. Du hast recht, Bert. Hey, warte. Würdest du von uns ein Foto machen, Nessie? Dann würden wir uns immer an den Tag erinnern, an dem wir dich getroffen haben. Das mache ich sehr gern für euch. Sagt Nessie. Nessie. Hey, ihr, ich werde euch ein Stückchen ziehen. Es stimmt nämlich, was man erzählt. Ich bin sehr schnell. Wow. Ja. So, Freunde, ich verschwinde dorthin, wo ich hingehöre. Macht's gut. Danke, Nessie. Wiedersehen. Willkommen zurück, Jungs. Habt ihr es geschafft, ein Foto von Nessie zu machen? Nein, heute nicht. Aber es war ein unvergessliches Abenteuer. Oh, und danke für den Dudelsack. Nessie hat ein super Foto von uns gemacht. Ja. Hey, was ist das für ein lustiger Schatten da unten in der Ecke? Du meine Güte, das ist Nessies Finger. Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, Ernie. Oh, oh. Jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, oh nein, dann hab ich immer eine Traumidee. Ruhe im Karton. Ich sag, Bert, schnall dich an, komm, wir fliegen fort. Ja, völlig schwerelos. Lass uns durch die Wolken gleiten, um Abenteuer zu bestreiten. Hey, war das nicht eben Schimmel? Unsere Fantasie ist grenzenlos. Ja, wir erleben was. Steig in unser Traumschiff ein. Komm, lass uns Abenteurer sein. Ernie und Bert im Land der Träume. Hey, Bert. Was macht ein Geheimagentenpaar wie wir auf einem Flohmarkt? Was? Wir versuchen, total unauffällig zu wirken, bis wir unseren nächsten Fall haben, Agent 000 Ernie. Ist klar. Außerdem suche ich eine alte Vogelstange für Spezialagentin Bernice. Sie hat nächste Woche Geburtstag. Aha, das wird der Chef mit einem neuen Auftrag sein. Hallo, Chef. Aha. Ernie. Verstanden, Chef. Danke. Bert, würdest du bitte hochkommen? Wir haben keine Zeit, uns auf die faule Haut zu legen. Butterfinger treibt sich wieder rum. Was? Butterfinger? Butterfinger. Alles, was er in die Hand nimmt, lässt er fallen. Wir müssen ihn finden und dafür sorgen, dass er nicht mehr alles kaputt macht.
Die Frage ist nur, wie finden wir ihn? Mann, was für ein besonders hübsches Soßenpfännchen. Ups. Ernie, yes. Weißt du, was ich glaube, wer das eben war? Glaubst du, das war Butterfinger? Schnell, wir nehmen unser geheimes Badewannenmobil. Okay, in welche Richtung ist er? Ups. Oh je. In die Richtung. Da ist der Bert. Er versteckt sich hinter diesem riesigen Topf. Jetzt haben wir dich, Butterfinger. Ach, glaubt ihr wirklich? Wo ist der nur hin? Ich habe ihn da drüben an der Ecke in ein Taxi steigen sehen. Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr ihn noch. Danke. Annie, warum hältst du bitte an? Weißt du, wer uns gerade erzählt hat, dass Butterfinger in ein Taxi gestiegen ist? Das war ein Mund, mitten in einer Pfütze von geschmolzener Butter. Butterfinger, das ist er. Annie, sieh mal, da versteckt sich ein unförmiger gelber Kopf hinter den Spielzeugrüstungen. Ich sehe nicht, Bert, du? Nein. Dann seht doch einfach mal hinter euch. Gute Idee, Bert. Ich habe gar nichts gesagt. Aha, jetzt hab ich. Hab dich. Ich habe eine Idee. Welche, Bert? Jedes Mal, wenn wir eines dieser Visiere öffnen, versteckt sich Butterfinger blitzschnell hinter einem der anderen. Wie wär's, wenn wir einfach alle drei auf einmal öffnen? Bert, du bist ein Genie. Ha! Juhu! Du meine Güte, seht euch doch mal diese wunderbare Vogelstange an. Wo? Ernie, los, komm. Wir müssen Butterfinger kriegen und dann die Vogelstange. Was hältst du davon? Tja, ich bin mir auch nicht sicher. Gute Idee. Wir denken noch mal darüber nach und kommen später wieder. Oh. Bleib ja da stehen, Butterfinger. Nimm bloß nicht diese Vogelstange in die Hand. Warum nicht? Weil ich dir eine Frage stellen möchte. Eine Frage stellen? Man kann viel lernen, wenn man Fragen stellt. Genau. Also, Butterfinger, warum nimmst du so gern Dinge in die Hand und lässt sie dann wieder fallen? Wisst ihr, ich kann wirklich nichts dafür, nur sind meine Finger einfach so fettig schlüpfrig. Ich möchte nichts fallen lassen, aber ich kann es nicht verhindern. Hast du je überlegt, supergriffige Handschuhe zu tragen? Klasse! Hab ich noch nicht dran gedacht. Versuch die hier. Würden Sie mir bitte diese unglaublich kostbare Fellvase da oben aus dem Regal holen? Ich hab's geschafft. Die Handschuhe sind prima. Oh, vielen Dank. Tja, Agent 000 Bert, ich würde sagen, der Fall ist abgeschlossen. Noch nicht ganz, Agent 000 Ernie. Packen Sie mir bitte diese Vogelstange ein. Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, Ernie. Jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, oh nein, dann hab ich immer eine Traumidee. Ruhe im Karton. Ich sag, Bert, schnall dich an, komm, wir fliegen fort. Ja. Völlig schwerelos, lass uns durch die Wolken gleiten, um Abenteuer zu bestreiten. Hey, war das nicht eben Schimmel? Unsere Fantasie ist grenzenlos. Ja. Wir erleben was, steig in unser Traumschiff ein. Lass uns Abenteurer sein. Ernie und Bert im Land der Träume. So, die hat 10 Megapixel. Ich hab die alte Kamera repariert, Reparaturmeister Bert. Ich repariere so gern Dinge. Wie steht's mit deinem Computer? Nicht so gut, Ernie. Er verhält sich sehr merkwürdig. Oh. Siehst du, da scheint ein Computerkäfer alles durcheinander zu bringen. Sieh mal, da ist er. Ja, und mich werdet ihr nie erwischen.
Ich habe schon alles versucht, Ernie. Ich kriege ihn nicht zu fassen. Hast du es mit dem Netz versucht? Mit dem Netz? Sicher, diesem Netz. Wir müssen den Käfer kriegen, Bert. Schnell, mach ein Foto. Ernie, wir haben jetzt doch keine Zeit, um Fotos zu machen. Nimm eine Spezialkamera. Mach schon. Hä? Ah, na gut. Hallo, Bert. Ernie? Hilf mir, Bert. Benutz die Maus. Klick auf mich. Oh. Oh, das kitzelt, Bert. Oh. Hey, das ist ja super cool. Oh, oh, da stimmt wirklich irgendetwas nicht mit dem Computer. Hier läuft überhaupt nichts mehr. Durch mich? Da ist er. Schnell, Bert, hinter dem Computerkäfer her. Schneller, mein Freund, schneller. Okay. Oh nein, er ist entkommen, Ernie. Aber nicht mehr lange, Bert. Sieh mal her. Lass mich springen, Bert. Springen? Höher, Bert, höher. Okay, und jetzt quer darüber. Wow. Ha. Oh, Flakes, die beiden sind ein gutes Team. Schnell, Bert, hilf mir, über die Bälle zu springen. Alles klar, Ernie. Und hoch. Da kommt noch einer.